Hallo und herzlich willkommen zu unserem digitalen Barcamp mit dem Motto Agiles Lernen. In den nächsten paar Minuten möchte ich euch mal in die Kulissen und unter die Haube des Barcamps entführen und will euch zeigen, was ihr da tun könnt, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt und euch einfach mal so einen Überblick über dieses digitale Barcamp mitgeben, sodass ihr dort, wenn ihr einsteigt, auch elegant navigieren könnt und das Tool auch wirklich nutzenstiftend dann für euch ist. So, steigen wir ein, legen wir einfach los. So, ich melde mich jetzt bei den iRooms mal an und dann geht's hinein. Sobald ihr euch bei den iRooms angemeldet habt, findet ihr euch im sogenannten Dashboard wieder. Ihr seht, da ist mein Name, oben rechts kleines Bildchen von mir und ihr seht hier die verschiedenen digitalen Räume, mit denen ihr es zu tun habt. Also wo ihr schon mal in der Session wart, wie hier beispielsweise das Thema Lernen als Wettbewerbsfaktor oder wo ihr vielleicht ein Premium-Tool nutzt, hier eine Leadership-Lernreise oder hier eine Lernreise zum Thema LernOS mit der Initiatorin Nicola. Das sind alles Räume, in denen ich unterwegs bin und einer der Räume, einer der Sessions ist hier unser digitales Barcamp, agiles Lernen. Und wenn ich dort jetzt draufklicke, betreten wir quasi den digitalen Raum. Ihr seht, der digitale Raum ist so aufgebaut, dass es hier verschiedene Abschnitte gibt. Einmal ganz oben einen Moderatorenbereich, den sehen die Teilnehmenden nicht, sondern den sehen bloß die Sessiongeber und die Moderatoren. Und da können wir uns austauschen über, was ist der nächste Punkt, was haben wir noch vergessen, wo müssen wir das oder jenes noch einbauen. Also das ist hier wirklich so ein administrativer Bereich. Und dann, wenn ihr weiter nach unten scrollt, dann seht ihr die verschiedenen unterschiedlichen Bereiche des digitalen Barcamps. Das ist der Plenumsraum, da geht es in Steckbriefe, Session-Vorschläge, in die verschiedenen Räume hinein. Ich habe jetzt mal 4 und einen Ersatzraum, in die Bibliothek und in die Ideen, ins Feedback. Also ihr seht hier einen Aufbau für dieses Barcamp und der Aufbau selber ist ganz flexibel. Also je nachdem, wenn ihr auch selber mal in Barcamp veranstalten wollt, dann könnt ihr das so aufbauen, wie ihr es für richtig haltet und wie es euren Teilnehmenden den meisten Nutzen stiftet. Und ihr werdet vielleicht sehen, das ein oder andere ist auch in dem Barcamp, was wir dann nutzen werden, vielleicht dann gar nicht mehr so drin, weil in der Vorbereitung haben wir uns überlegt, ah, da könnten wir dies oder jenes anders gestalten. Die Hauptnavigation des Barcamps findet ihr hier auf der linken Seite. Also die einzelnen Bereiche sind hier nochmal abgebildet und wenn ihr jetzt beispielsweise auf Raum 1 klickt, dann kommt ihr direkt in diesen Raum. Wenn ihr hier oben auf Barcamp klickt, dann kommt ihr wieder in die Übersicht hinein. Also hier könnt ihr in die einzelnen Bereiche hinein, in den Raum, direkt in den Raum oder aber der Klick auf das Barcamp Agiles Lernen ganz oben bringt euch immer wieder in die Übersicht hinein. Das Ganze startet dann mit herzlich willkommen, ganz klar. Da ist das Video, was wir jetzt hier gerade drehen, auch drin. Und dort ist noch was Zweites drin, nämlich eine Vorstellungsrunde. Und die Vorstellungsrunde in einer digitalen Umgebung lebt natürlich davon, wo seid ihr. Und darum habt ihr hier die Möglichkeit, euren Namen auch einzugeben. Und mal zu schauen, wo seid ihr denn eigentlich? Also ihr könnt den Namen eingeben, das habe ich hier getan und dann euren Knopf, den könnt ihr anklicken, dorthin ziehen, wo ihr seid. Ihr könnt das Ganze hier direkt in der Umgebung machen oder aber auch, ich habe hier oben einen kleinen Link dazu gefügt, in quasi einem eigenen Tab im Browser, wenn ihr also hier draufklickt, und das tue ich jetzt mal, dann öffnet sich ein weiteres Browserfenster und je nachdem, was ihr für ein Endgerät habt, ist das vielleicht die bessere Möglichkeit, um mit dem Dokument umzugehen, könnt also jetzt hier reinklicken, könnt hier euren Namen eintragen und schiebt dann einfach euren Kreis, euren Bubble hier an die Stelle, von der ihr teilnehmt. Das ist so eine, ich sag mal, schöne Art und Weise, wo wir dann alle sehen, die wir uns ja hier digital verbinden, wo ihr denn eigentlich gerade seid und von wo aus ihr am digitalen Barcamp teilnehmt. Am Anfang der Veranstaltung die Agenda selbst aufgebaut wird. Und das passiert natürlich im Plenum. Und ihr seht, hier ist auch schon die Session One. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Plenum. Das könnt ihr direkt hier machen oder wie vorhin gesagt, links im Menüumfeld. Und ihr seht jetzt, hier ist die Agenda. Um 12 Uhr geht's los. Da ist ein Technik-Check. Da können wir uns einfach mal treffen,
vielleicht das erste diskutieren. Da um 13 Uhr geht dann das Event real los mit der Vorstellungsrunde, mit der Sessionplanung. Und die Sessionplanung findet jetzt hier direkt im Plenum statt. Und auch hier wieder habe ich euch das Dokument eingebunden. Ich schiebe es mal ein bisschen in die Mitte. Und ihr könnt jetzt direkt hier arbeiten. Je nachdem, was für ein Gerät ihr habt, könnt ihr aber auch wieder auf den Link hier klicken und es öffnet sich dann die Sessionplanung in einem eigenen Tab. Und ihr seht jetzt hier, ist die Sessionplanung so aufgebaut, wie wir es auch real bei einem Barcamp haben. Also ihr habt hier einen Post-it und ihr tragt jetzt hier euren Namen ein. Ich sage mal, das bin ich. Und jetzt, wenn ihr euren Namen eingetragen habt, könnt ihr eure Session eintragen. Das können wir alle parallel und gleichzeitig tun. Ich sage mal, Lernen als Wettbewerb. Wettbewerbsfaktor. Das finde ich immer total spannend. Ist für mich so ein Austausch. Was müssen wir tun, damit Unternehmen, Organisationen Lernen auch als Wettbewerbsfaktor wahrnehmen, damit da einiges passiert. Ich stelle mich jetzt hier an der imaginären Linie an. Ihr seht das? Hier ist so eine imaginäre Linie. Da stellen wir uns alle an. Und werden dann die ganzen Post-its so hintereinander aufgeführt. Und wenn wir dann alle unsere Sessions eingetragen haben, also jeder ein Post-it in der Hand hat, dann geht es mit der Session-Vorstellung los. Ich schiebe also meine Session irgendwo hin und sage, ich möchte es gleich um 14 Uhr machen im Raum 2. Und meine Session ist Lernen als Wettbewerbsfaktor. Und ich finde das ganz spannend, weil wir in der Organisation immer danach streben, die Kundenbedürfnisse zu erfüllen. Und wie kann uns Lernen denn dabei helfen und insbesondere dabei helfen, dass wir mit dem Erfüllen der Kundenbedürfnisse besser werden und wirksamer werden und. Also das wäre dann eine kurze Vorstellung der Session. Und so funktioniert am Anfang die Sessionplanung. Und je nachdem, wie viele Teilnehmer es sind, so ein digitales Barcamp lebt zwischen 10 und maximal hat man mal 45 Teilnehmende. Haben wir hier eine Anzahl von 12 Sessions, vielleicht auch nur 9, vielleicht auch nur 8. Je nachdem, das obliegt ja ganz euch, wie ihr Lust habt, auf welche Session ihr Lust habt, wie viele Sessiongeber sich dann anmelden. Also das ist ja ganz offen und davon lebt ja auch das Barcamp, dass das nicht in Zwang ist, sondern worüber ihr Lust habt zu sprechen, das werden wir dann auch besprechen. So, dann gehe ich mal zurück in unseren Raum. Jetzt hat also die Sessionplanung stattgefunden und ihr seht hier unten habt ihr verschiedene Räume und ihr habt ja jetzt die verschiedenen Sessions auf die verschiedenen Räume aufgeteilt. Während der Veranstaltung selber werde ich oder einer unserer Techniker hier die Sessions dann auch gleich eintragen, sodass ihr seht, im Raum 1 finden die 3 Sessions statt, im Raum 2 die 3 Sessions. Vielleicht ist Raum 3 offen geblieben und im Raum 4 ist plus eine Session, die dort stattfindet. Ihr habt auf jeden Fall den Überblick. Und wenn ihr jetzt zu einer Session wollt, dann klickt ihr einfach hier auf den entsprechenden Raum. Und wenn ihr in dem Raum seid, seht ihr einfach nur ein Kamerasymbol. Das würde bedeuten, ihr betretet den Raum und hier ein Dokumentensymbol, ein Flipchart-Symbol, dort, wo ihr eure Session dann auch mit dokumentieren könnt. Das ist eine wichtige Bitte an die Sessiongeber, da auch zu schauen, dass ihr ein bisschen mit dokumentiert, dass ihr die zentralen Thesen aufschreibt, dass ihr die Erkenntnisse aufschreibt, sodass auch im Nachgang, wenn ihr hinterher das eine oder andere vertiefen wollt, dort auch die verschiedenen Dokumente zur Verfügung stehen. Das, was ihr diskutiert habt, wo ihr in den Austausch gegangen seid, dann dort auch zur Verfügung steht. Hier öffnet sich, wenn ihr draufklickt, eine weitere Videosession. Wir nutzen hier als Tool Zoom. Das ist momentan aus unserer Meinung nach die beste Videosession. Dann wird die Plenum-Session zugehen und eine neue Session aufgehen. Das müsst ihr nochmal bestätigen und dann seid ihr in dem Raum 1. Ich habe ihn jetzt mal Luke genannt. Das ist natürlich ganz variabel, wie der Raum auch heißt. Geh nochmal zurück in den Überblick. Ihr seid also jetzt, habt die erste Session durchgemacht. Die ersten 45 Minuten sind um. Jetzt holt ihr euch einen Kaffee, schlürft einen Kaffee oder was auch immer ihr braucht. Da gibt es eine Viertelstunde Pause und dann schaut ihr, geht ihr in die zweite Session, wollt ihr in die zweite Session hinein oder aber in den dritten Raum. Was ihr auch tun könnt, ist natürlich, es gibt oben immer noch das Plenum. Wenn ihr also sagt, ich möchte jetzt nicht in die Session gehen, aber vielleicht ist im Plenum jemand, dann drückt ihr hier im Plenum auf den Videocall-Knopf und werdet eine Session aufmachen, die im Plenum stattfindet, statt eine Videosession und dann seht ihr alle, die im Plenum stehen. Und vielleicht sammelt sich dort eine nette Gruppe, mit der ihr euch da unterhalten könnt, mit der ihr ins Gespräch kommt. Und vielleicht entwickelt sich ja dort ganz, ganz spannendes Gespräch, ein ganz spannender Austausch. Und auch hier habt ihr ein Arbeitsdokument,
wo ihr solche Erkenntnisse dann festhalten könnt für die Nachwelt oder für diejenigen, die nochmal später reinschauen wollen, um zu sehen, was habt ihr denn dort erarbeitet. Dann gehe ich nochmal auf unseren Überblick und schaue ganz unten. Zum Schluss gibt es da nochmal ein Wrap-up. Ja, beim Wrap-up treffen wir uns natürlich im Plenum, also wie eben dargestellt, auf Plenum klicken und auf das Videosymbol. Dann geht ihr aus dem Raum, in dem ihr seid, raus und geht wieder ins Plenum hinein. Und hier zum Schluss noch Ideen für nächste Schritte. Wenn ihr dort draufklickt, dann öffnet sich ein Padlet. Wir haben jetzt mal das aus einer Session gelassen, die um agile Lernbegleitung ging. Wenn ihr hier auf das Plus klickt, dann könnt ihr hier eine Idee für nächste Schritte auch einstellen und könnt sagen, ah, wir wollen uns hier mal treffen. Also es gibt jetzt zum Beispiel schon einen Twitter-Hashtag für das Thema agile Lernbegleitung. Aber vielleicht habt ihr auch Lust, die ein oder andere Session vertiefen zu machen, was auch immer dort ein potenzieller nächster Schritt sein könnte. Und zum Schluss natürlich auch für uns ganz wichtig, was hat euch gefallen? Wo können wir noch verschiedene Dinge verbessern? Also hier mit der Möglichkeit, ein Padlet zu haben. Auch das haben wir aus der letzten Session vom 4.12. übernommen. Die verschiedenen Feedbacks hoffentlich auch für euch okay hier umgesetzt und freuen uns jetzt natürlich, wenn es dort weitere Feedbacks gibt, die ihr mit uns teilen wollt, damit wir das Ganze dann auch verbessern können. Das war es soweit. Zum Blick hinter die Kulissen. Würde mich freuen, wenn wir uns dort digital sehen. Und was dort passiert, ist, ihr klickt, ihr meldet euch an, ihr seid im Dashboard, ihr betretet den Raum Barcamp mit dem Motto agiles Lernen, klickt im Plenum auf das Kamerasymbol und schon sehen wir uns dann vielleicht im Technikcheck, vielleicht um 13 Uhr, wenn es dann losgeht. Bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute, freue mich, wenn wir uns dort sehen und bis dann, danke euch, tschüss.